Oh, hier sind auch wieder diese Fliegen. Hört ihr da? Und Mücken und... Ach Gott. Nee. Kaum wird es wieder schöner. Es ist schrecklich. Ja, guten Morgen, die Herrschaften. Das kann an ihrem billigen Parfüm liegen. Was guten Morgen, Chefin. Ich habe kein billiges Parfüm. Doch, morgen, Chefin. Guten Morgen. Was liegt denn an? Ja, wir haben wieder eine Nachfrage von dem Museumsdirektor bekommen. Und zwar sind die Aufgaben, also beziehungsweise die Ausgrabung schon ziemlich weit. Die haben da wohl einiges gefunden. Und wir wurden jetzt gefragt, ob wir nicht diese Sachen abtransportieren können. Wir gucken mal bei Kampagnen. Ach, das wäre der Schwerlasttransport, kann das sein? Ja, genau. Ja. Und den nehmen wir auch mal an gleich. Also, gewichtige Geschichte. Die Ausgrabung am alten Kloster. Wenn die Musik vorbei ist, sage ich weiter. Die Ausgrabung am alten Kloster sind fast abgeschlossen. Über den Waldweg können die Fundstücke dann zum Museum transportiert werden. Und den wollen sie nehmen? Genau. Aber was brauchen wir denn alles? Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Mobilkran. Mhm. Wir brauchen noch den kleinen Baggerlader. Aber erstmal nur den Baggerlader, glaube ich. Genau, für den ersten Teil nur den Baggerlader, genau. Und dann geht's weiter. Dann müssen wir nochmal den Baggerlader nehmen, glaube ich. Und dann kommen erst die, ersten. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dann machen Sie den mal, lagern Sie den mal aus, den kleinen Baggerlader. Den kleinen Bagger, also, ich weiß nicht. Ey. Der heißt Baggerlader, Alter, was ist da los, ey? Baggerlader. Bagger. Ein Bagger? Holen Sie mal den Bagger aus der Halle. Der ist aber auf 100%, den brauche ich gar nicht reparieren. So. Und dann fahren Sie mit dem Finchi schon mal vor und ich komme nach mit dem Bagger. Okay, dann auf mit, zum mit Auto. Mit dem Baggerlader. Wo haben Sie den? Ach, da ist er ja schon. Ich bin schneller als ihr. Ach, Herr Finch, wollen Sie fahren? Das ist aber nett. Nee, ah, nochmal eben schnell am Reifen pinkeln. Oh. Hallo? Herr Hoxton, Sie können auch mal eben ins Gebäude gehen. Hören Sie mal auf hier. Gebüsch gehen, das gehört. Ehrlich, ins Gebäude kann ich nicht gehen. Ich steige mal in den Bagger. So, da wollen wir einmal Beleuchtung einschalten, ne? Einmal die Trullerleuchte an. Die Trullerleuchte? Ich gehe mal auf die Innenkamera. Und das an. Oh, warte doch mal die Kamera, das habe ich vergessen. Bitte? Wo konnte man nochmal die Kamera wechseln? Das F, mit F. Da sehen Sie den Harpe hier. Ein bisschen hüpfen. Ich gucke eher auf Ihren kleinen Vorbau. Halten Sie mal ein bisschen Platz, damit ich rauskomme. Ja. Ja, danke schön. Das ist ja nett. Oh! Oh! Wow. Was ist hier los? So. Boah, ey. Wir haben keine Zeit für so eine Scheiße, geht weg. Jetzt gucken sich den Herr Hoxton an, was der da treibt. Was denn? Unfassbar. Läuft irgendwas falsch oder was? Aber jetzt kommen wir zum Bahnhof, ne, oder? Nein. Ein Bahnhof ist. Ach nee, hinter uns, ja, hinter uns, ja. Ich vertue mich mal. Heide, nein. Oh ja, Was war das? Junge! Junge! Ach stimmt, wir kommen ja wieder zu dem Waldweg da oben. Müssen wir denn da mit dem Bagger ausheben? Müssen wir die jetzt die Fundstücke freilegen oder was? Ja, freilegen und dann mit dem Kran rausziehen wahrscheinlich. Sowas machen wir, sind doch gar keine Archäologen. Na, ich weiß ja nicht, was Sie mit dem alten Herrn Professor da in Ihrem komischen Schloss da getrieben haben, aber der scheint ja begeistert zu sein. Ja. So. Dass wir darüber gesprochen haben. Ja, der hat einen sehr schönen Weinbrand. Der war sehr lecker. Ein sehr, sehr, sehr Weinbrandbohnen, meint ihr wohl? Hat wohl nichts mit Weinbrand sein. Ich fahre einfach. Pass auf! Alter! Der Sprinter. Ey! Ich hab doch Vorfahrt. Also, fahrt einfach, hallo! Die haben auch alle Waldbrand. Hallo? Was haben die Waldbrand?
Weinbrand. Ja, meine ich doch. Nicht Waldbrand. Oder bleibe ich lieber bei Marille? Ja, das stimmt. So, wo müssen wir jetzt hier hin? Ach, hier rechts. Rechts. Ja, ich hab das Tankstellenzeichen da drüber gehabt. Ich hab das irgendwie nicht so gesehen. Der alte Weg wie vorher auch. Ja, ja, ich hatte das Tankstellenzeichen drüber. Genau. Wo ist denn der Herr Professor? Ah, da oben ist er. Oh, meine Bursch. So, und jetzt gleich wieder Helme auf, ne, meine Herrschaften. Also, wenn das Teil hier, ne, genauso baggert, wie wir das schon mal hatten, ne, dann dauert das wahrscheinlich ewig. Ja, keine Angst, Freunde. Aber ihr wisst ja, ne, wenn ihr mehr sehen wollt und euch hier für solche Themen interessiert, dann abonniert den Kanal, weil hier gibt es Simulation, genau, kostenlos. Kostet nichts. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt. Richtig. So, ich bin jetzt da. Muss einmal rumfahren. Da hinten steht der ältere Herr. Hier ist richtig was los. Meine Güte, guck mal. Wie komme ich denn jetzt da ran? Container steht hier. Hier muss der Kran hin. Was haben die denn hier gebaut? Puh. Alter, guck mal, ey, die haben sogar Schutz hier drüber. Ich stell mich mal hier vorne erstmal. Die haben Schutz hier drüber gelegt, damit du da bloß nicht kaputt fährst. So, wir bleiben mal hier stehen. Helm auf. Genau. So, schauen wir mal. Was haben die denn? Ach so, die Reifen sind. Ah, so, guck mal. Ah. Wow. Da waren sie aber richtig fleißig hier, was? So, dann sprechen. Ja, kommt mal her, kommt mal her. Hm? Guck mal hier, ey, die haben doch schon mal ausgegraben. Guck mal. Jo. Jo. Alter. Das war interessant, ne? Wow. Nicht schlecht. Mhm. Und sogar freigelegt und richtig schön sauber gemacht. Wow. Die Exponate werden natürlich jetzt hier verpackt. Oh, da finde ich die Sack gerade ein bisschen ein. So, dann sprechen wir mal mit dem Museumsdirektor. Hier liegen auch zwei Figurchen hier. Jo, 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 guck mal. Jo, wer liegt denn da? Dass die hier alles gefunden haben von dem alten Kloster. Junge, da müssen wir so vorsichtig. Ich kann mich schon vorstellen, was wir machen müssen. Okay. Ich habe schon irgendwie ein ganz dummes, gerade ein Zucken in der Leiste, aber naja. Ist ja ihre Leiste. Okay, Sie können mit ihm sprechen. Ja, möchte. Die Fundstücke aus der Ruine sind in der Zwischenzeit fast vollständig freigelegt worden. Bei der engelsgleichen Statue handelt es sich um ein Abbild des verschollenen Burgfräuleins. Der stolze Ritter dort wird in den Klosterschriften, die wir gefunden haben, als ihr Beschützer erwähnt. Neben den Statuen hat unser Team auch etliche Bruchstücke von diversen Utensilien geborgen, die wir zur näheren Untersuchung ins Museum mitnehmen dürfen. Außerdem vermuten wir, dass die verlorene Hand des Ritters noch irgendwo hier unter der Erde liegen könnte. Bedenke, dass einige Fundstücke ein enormes Gewicht haben. Mit einem kleinen Ladekran wirst du dort wohl wenig ausrichten können. Naja, solange die Fundstücke unbeschadet im Museum ankommen, bin ich zufrieden. Ja, da macht ihr mal keinen Kopf. Tja, er ist halt doch ein bisschen sehr aggro, ne? Ach, so, den Bereich ausheben, das heißt diesen Bereich. Und vorsichtig, da dann vorsichtig, ausheben, ne? Weil hier kann irgendwo die Hand liegen, ne? Ein Bereich ist ja schon 5% ausgehoben. Was? Ja, das stimmt allerdings. Mhm. Aber welcher ist das denn? Welcher Bereich? Der hier? Moment, es sind drei Bereiche, die wir ausheben müssen. Ja, der andere ist hier hinterm Bagger. Bagger. Ja, sollen wir mit dem anfangen hier? Mhm. Ja. Wer soll ich? Ja, okay, danke. Ja, ihr braucht nichts sagen. Ich weiß schon der ganz genau, was ich sagen wollte. Der Bagger doch zu spät hier am Baggerloch. Oder wie war das? So. Noch ein Stückchen vor, würde ich sagen. Sonst kommen sie da nicht so richtig. Die glauben ja gar nicht, was ich nicht alles kann. Ich fange einfach mal an, ja? Wir gucken mal, wie viel Prozent sie da kriegen. Ui, ui, ui. Also das sind die Mauer stehen, das sind noch alte Fundstücke. Oh. Ich glaube, ich muss doch ein Stück vorfahren. Also, wir können den Arm auch ein bisschen zurückziehen.
Da wäre dann wirklich die ganze Kraft des Baggers nutzen. Das hört sich, das Bagger. Das hört sich so an wie was anderes. Die ganze Kraft des Mannes. Ja. Da kommt die ganze Kraft des Krans. Guck mal, des Baggers. Guck mal. Die ganze Kraft des Baggers. Ich muss erst mal gucken, ja, wie und überhaupt und alles. Da, gucken Sie mal. Oh. Ah. Mal lang das Ding. 3%? Ja, jetzt müssten wir eigentlich noch einen Keeper haben, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. Dann hole einen her. Soll ich einen holen? Ja, ja, sicher. Lassen Sie mal einen aus. Ich... Ja. Lassen Sie direkt hier hin und dann ist Jod. Können wir direkt den ganzen Müll hier wieder, dann ist ja wieder Geld. Moment, da muss ich aber den Pritschenwagen nehmen, oder? Irgendein Mullenkipper, egal welchen. Kommen Sie da mit dem kleinen Kran auch dran? Ja, gut. Du brauchst ist ausgelagert. Jo. Ja, holen, zack, zack. Ja, der Finchi ist doch schon auf dem Weg. Ist jetzt schwuppdiwupp ist er da. Schwuppdiwupp? Ja, der reist sehr schnell, verstehen Sie? Ja, das kann er ja auch. Ja. Dann hat er drauf. Kost zweimal ein paar Euro, aber mein Gott. Wubbel die Wubbel geht das hier. Ja. Nur mal so nebenbei, ne? Wupp. Ich hoffe, er weiß, dass er hier über die Matten fährt und nicht irgendwo wild drumher. Das kann er. Ja, das kann er. Das kann er. Wie ist jetzt zwar, ich weiß nicht, wie er dann hier um die Ecke kommen will, aber... Ach, der stellt sich hier so schön bei Ihnen hin, dann können Sie den direkt von... Ja, ich möchte ja nur immer so... Ja, ja, so, ich weiß. So, und dass ich dann auskippen muss. Ja. Mehr möchte ich gar nicht. Ja. Ach, ist er schon da? Nee. Sind Sie, ne? Ich sehe euch hier, ne? Ja. Oh, wir dürfen ja nicht hupen, habe ich gehört. Doch, das Kloster ist ja nicht mehr. Die Erschütterungen sind ja für das alte Mauerwerk nicht so gut. Und nicht, dass das nachher zusammenbricht hier und ich bin leider dumme wieder. Ich kann wieder alles aus meinem Taschengeld abzahlen. Verstehen Sie? Ja, der Finch ist schon in der Anreise. Hm? Hat sich dann doch für den manuellen Weg entschieden. Das ist ja nicht so weit, ne? Das stimmt allerdings. Weil ich noch nicht verstehen kann, ist, warum wir das hier ausgraben müssen. Weil wir den Auftrag bekommen haben, Herr Hoxton, und weil wir Geld verdienen wollen. Und weil wir gute Arbeit leisten, wie auch der Museumsdirektor. Und das nicht nur für ihn, sondern auch den weiteren Ruf unserer Firma. Sehr, sehr, sehr wichtig ist. So, da kommt der Herr Finch schon. Und jetzt fahren Sie vorsichtig, ja? War ein bisschen rückwärts, ja. Ja, wäre gut. Ich weiß nicht, ob du da um die Ecke kommst. Ich drehe den Arm mal so, dass du weißt, wo du hin musst. Schön langsam, Herr Finch. Und die Pylone. Ja, wird gar nicht so leicht, ne? Lassen Sie Bauwerke stehen, Herr Finch. Türlich. Hat er jetzt türlich gesagt? Natürlich, türlich. Ja, da wo ich bin, da musst du hin. Weil ich kann nicht weiter reinschwenken. Ja, komm mal ran hier, noch mal ein bisschen weiter. Komm mal weiter. Gut, bleib mal stehen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, dass ich nicht alles daneben kippe jetzt. Ja, du musst noch ein bisschen näher ran, das funktioniert so nicht. Ja, geht nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Aber sieht doch ganz gut aus. Ja, jetzt geht's, ja. Türlich. Dann stoßen Sie mal richtig zu.
Und nicht gleich erschrecken, da kommt wieder ein Flugzeug auf sie zu. Natürlich, natürlich. Jetzt gleich müsste es kommen irgendwann. Also das Flugzeug meinte ich hier auf dem Boden. Oh, guck mal, da kann man glaube ich schon was sehen. Sehen Sie schon eine Hand? Jo, 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 Vorsicht, da ist schon was zu sehen. Jo, ich sehe schon. Vinci, fährst du mal ein kleines Stück vor? Weiter. Komm mal vor. Gut. So, jetzt kommt das Flugzeug. Achtung. Sehen Sie es gleich auf dem Boden. So, jetzt müsste es gleich kommen. Jetzt. Oh ne, ist vorbeigeflügt. Okay. Ja, Leute, das ist natürlich jetzt hier wieder viel Graberei. Aber wir sehen, da unten, da ist was. Ne? Das müssen wir ganz vorsichtig freimachen. Mhm. Ganz vorsichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir da keinen großen Bagger nehmen. Weil wir sonst die Exponate bzw. die Ausgrabung zerstören würden. Und da muss der Baggermeister, unser Herr Hoxton, dran, weil er hat das feinste Händchen. Wird gleich schlecht, wenn sie sowas sagen. Jetzt wird's spannend. Jo. Da muss ich jetzt rein. Wow. Haben Sie gesehen, Herr Finch? Ganz sanft von oben weg. Da brauchen sie ein ganz zartes Händchen. Eiskaltes Händchen. Oder ey, da liegen ja zwei Sachen, oder ist das? Ja, weiß nicht. Oder ein großes. Ja. Ah, wie vorsichtig, ne? Meine Güte, der Herr Hoxton. Ja, ist nun mal richtig was wert hier, die Geschichte, ne? Ja, Sie haben es schon gemerkt, ne? Das macht uns eine Menge Geld. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Gut bezahlt. Vor allen Dingen nachher beim Aufladen wird es interessant. Da müssen wir wahrscheinlich ganz vorsichtig aufladen, wenn wir das... mit dem Kran dann aufladen müssen. Da drunter, da liegt das eiskalte Hähnchen, Leute. Mhm. Ich frage mich gerade, wie wir, Herr Finch, wie sollen wir denn hier den Wagen hinkriegen? Ja, gut, den Kran können wir auch von außerhalb. Ja, gut, okay. Ja, der muss auch von außerhalb. Ja, ja. Der Platz für den Kran, der ist ja da draußen. Dann nehme ich den echt. Nein, das ist nur ein Abstell. Ach so. Das ist jetzt nicht Vorsicht für so jetzt, Mobil, ja, Vorsicht. Oh, da ist die Grundplatte. Der Siegelstein. Was für ein Ding? Was für ein Siegelstein? Ich glaube, sie vertun sich da ein bisschen. Okay. Das ist geil. Siegelstein. Ja, ich kenne das auch von meinem Kunstunterricht. Das war der Herr Professor Siegelstein. Der hat hier alles gemacht. Der war immer dafür alles zuständig. Musste ich immer ins Direktorzimmer zum Herrn Professor Siegelstein. Oh Mann, da muss aber ganz schön vorsichtig mit dem Ausgraben sein hier. Oh. Eieieiei. Herr Professor Siegelstein. Ja, es kommt alles langsam ans Licht, ne? Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Was erblickt da das Licht der Welt? Bitte? Was erblickt da das Licht der Welt? Ja, ja. Wieder mal, ne? Es war ja ein Kloster, es war ja alles schon am Licht der Welt, ne? Oh, wieder mal. Junge, ey. Ja, Leute. Ihr wollt natürlich auch sehen, was wir hier ausgraben, ne? Aber ich würde sagen, wir legen das alles frei. So sieht's aus. Wenn wir das dann freigelegt haben, dann melden wir uns wieder. Ja, das denke ich auch. Und dann, weil, ihr wisst ja, Ausgrabung, tralala. Ich meine, ist zwar interessant, ne? Hier, wie der Herr Hoxen das macht, aber ihr seht selber 49%. Also da sind wir bestimmt nur 3 Folgen dran. Das glaube ich auch. Und deswegen würde ich sagen, dann sehen wir uns, wenn wir das Ding freigelegt haben. Dann seid ihr wieder dabei. So sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss.